Ich wünsche Ihnen allen einen guten Morgen. Gestern fühlte ich mich in einer Situation so richtig einsam und verloren. Es war nicht schön. Ich fragte mich, wen habe ich verloren? Wer hat mich verloren? Und ich wollte dieses Gefühl auch nicht betäuben, sondern wollte es aushalten. Und ich erinnerte mich an eine Szene aus dem Fernsehen. Rafael Nadal spielte Tennis. Und er bemerkte, wie im Publikum ein kleines Mädchen seine Mama verloren hatte. Die Mama suchte in Panik, das Mädchen war ängstlich und am Weinen. Und Nadal unterbrach das Spiel und wartete, bis die Mutter ihr Kind gefunden hatte und es wieder in die Arme schließen konnte. Und dann spielte er es weiter. Applaus vom Publikum, alle waren gerührt. Und vielleicht ist die Corona-Zeit ja auch eine Chance, zu unterbrechen und uns neu zu besinnen. Auf unsere spirituelle, geistige Dimension. Auf die innere Stimme zu hören, auf die Schöpfung zu hören und auf den Schöpfer. Denn der Schöpfer hat in die Schöpfung und in uns einen Sinn hineingelegt. Man kann das am Wasserkocher sehen. Der Wasserkocher ist dazu da, um Wasser zu kochen. Natürlich kann ich jetzt auch meine Vorstellungen verwirklichen und da Erde reinfüllen und Blumen drin pflanzen. Das geht. Aber natürlich fehle ich den Sinn vom Wasserkocher. Der Wasserkocher soll Wasser kochen und dazu braucht er eine Basis. Er muss auf die Basis drauf. Und genauso ist Gott die Basis unseres Lebens. Eine reale, wirkliche, echte Basis, mit der wir leben können und aus der wir Kraft schöpfen können. Und denn Gott hat uns als sein Abbild geschaffen. Wir sind Geschöpfe. Wir sind abhängig von Gott. Wir brauchen eine Basis, die uns trägt und hält. Und wenn man jetzt auch noch den Wasserkocher anmacht, dann verwirklicht er sein volles Potenzial. Und das, dann leuchtet es sogar ein bisschen blau, vielleicht sogar himmlisch blau im Wasserkocher und vielleicht auch in uns. Und das Blau kann uns auch an Maria erinnern. An die der Versucher nie herankam. Und so möchte ich Sie und uns alle heute Morgen auch dem Schutz Mariens empfehlen. Der Herr segne euch. Er stärke eure Abwehrkräfte. Er beschütze euch auf die Fürsprache Mariens und berge euch unter ihrem Schutzmantel für den heutigen Tag. Und so dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.